Hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zu einer weiteren Folge Manager-Modus. Und jetzt ist es ist der vorletzte Spieltag, oder besser gesagt, es ist der letzte Spieltag. Und ja, Hertha ist an Platz 2, wir sind auf Platz 5 richtig runtergerutscht und Meisterschale wird dieses Jahr definitiv nichts. Ja, heute ist Sonnabend, heute ist das letzte Spiel in der Bundesliga in der zweiten Saison. Dann am Sonntag begegnen wir Bayern München im DFB-Pokal. Und dann am Montag oder vielleicht sogar schon am Sonntagnachmittag oder Sonntagabend, mal gucken, wie es gewünscht ist. Dann geht's wieder los. Sommertransfer und dann geht es wieder los. Dann können wir wieder neuen frischen Wind in unser Team bringen. Und der ist auch so um einiges wichtig. Definitiv müssen wir uns verabschieden von Lasogga, der seine Leistung einfach in der zweiten Saison nicht wirklich durchweg bringen konnte. Kraft ist halt auch leider schon so ein bisschen am Nörgeln, dass wir ihn zu wenig einsetzen. Daher ist das auch schon ein bisschen tragisch und ja, wir müssen gucken. Also was wir auf jeden Fall brauchen, sind wieder Innenverteidiger, denn die sind einfach zu wenig und wir müssen uns gucken, was wir uns im Mittelfeld, wir sind einfach doch wieder zu schwach aufgestellt. Ja, es sind einfach zu wenige hochprozentige Leistungsbringer in unserer Mannschaft und das bricht uns gerade auf dem Schwierigkeitsgrad Weltklasse halt ganz eindeutig das Genick. Und da können wir dann gegen die Großen auch kaum mithalten. Und ich glaube, auch heute wird es schwer. Es wird schwer gegen die Hertha. Doch ich musste wieder die halbe B-Mannschaft und neue raufsetzen. Denn ich brauche die Jungs, die halt die großen Stars brauche ich halt ja am Sonntag gegen das Spiel mit gegen Bayern, so wollte ich sagen. So. Gucken wir mal, das hätte beinahe geklappt. So, Skillebrett, der alte Hamburger. Ja, da gab es schon das erste Foul. Oh, hat er sich da verletzt? Böse. Wir schauen mal. Nee, da steht er wieder auf den Beinen. Alles gut beim Berliner. Ja, und wie gesagt, in der Folge, in der ersten Folge der Transferpause, falls ihr es nicht wisst, falls ihr neu dabei seid, bitte erst die ganzen Wünsche in der Transferphase, in der ersten Transferfolge bringen. Sonst wird das echt einfach zu unübersichtlich. Und jetzt ist hier mal die Chance. Nein, ich glaube es nicht. Ich drehe durch, Alter. Das war eine todsichere Chance und wir haben sie wieder vergeigt. Ich weiß nicht, wieso geht der vorbei? Das ist, ich treffe sonst immer. Immer treffe ich. Okay, ich treffe dann aber auch mit coolen Superstars in der Footliga. Aber meine Güte nochmal. So, Contento habe ich mir neu rausgesucht. Der ist ein neuer Spieler aus unserem Jugendmannschaft. Der ist nämlich schon 17. Und von daher habe ich mir den schon mal einfach geschnappt. Hier sehen wir nochmal die Chance. Und die geht einfach ganz knapp vorbei. So ein armer Bell. Mein. Ja, hallo. Ich konnte eben echt nicht auf den anderen zugreifen. Und jetzt darf er Wilfried Boy. Ich glaube, das ist Boni oder Boy oder so, ne? Oh, Bell nimmt den wieder an. Es gibt wieder Ecke. Es gibt wieder links. So, wir machen das zu. Marian Saar. Ich habe schon gedrückt, Alter. Ich habe... Boah... Hallo! Oh, ach so, war schon abgewürgt. Ich habe den Pfiff gar nicht gehört. Hier und hier seht ihr das nächste Spiel. Deutscher Pokal im Olympiastadion.
Also wird eine ganz Gnade hart. Ihr könnt mal jetzt in den Kommentaren schreiben, ob wir wirklich das Spiel auf Weltklasse ballern wollen oder lieber wieder auf Profi gehen, damit wir wenigstens eine kleine Chance haben. Hey, und Marjan Saad, der setzt sich durch. Lässt sich da nicht beirren. Ja, holt er in sich. Van Deelen. Mit dem Schuss nach raus. Und Green, ja. Ah, Michael Green. Michael von der Green. Green, Green. Und dann nimmt er ihn an und dann kriegt er ihn trotzdem nicht. Das ist doch... Oh. So, Van Deelen. Helgele. Ah, es sieht schon ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie was draus machen. Oh, das kann wieder nicht sein. Das war schon wieder so eine bescheiden schöne FIFA-Aktion. So, jetzt. Nein, Green! Green, was soll das? Ey, wieso hast du den verdammten Ball nicht gehalten, Alter? Das gibt's doch nicht. Oh, jetzt. Er wird gefoult. Er wird gefoult. Und wenn das mal keine Karte gibt, dann weiß ich auch nicht. Und es gibt die gelbe Karte. Sebastian Langenkamp. Ja, man muss ihn aufhalten. Obwohl, ich glaube, nee, Mitchell Green war ein anderer, das von Bayern, das war Mitchell. Das war ein anderer, der Mitchell hieß von den Bayern, ne? So, Bell soll das Ding hier machen. Jahrstein ist jetzt der neue Keeper bei Bayern. So, 30 Minuten sind um. Ein gutes hat es. Wir haben noch kein Tor kassiert. Aber, so, Abpraller. Ja, der war nicht schlecht. Aber er wäre auch nicht reingegangen, so wie ich das gesehen habe. Ach, da war doch nichts gewesen. Nichts dafür, wenn der andere da ein bisschen das Bein wegziehen tut. Also wirklich. Also ich bitte euch. Ja, so kann das doch nicht weitergehen. Und nicht vergessen, heute 16 Uhr streame ich wieder von erst der Xbox und dann abends vom PC. Ey, was war das jetzt schon wieder? Wieso ist er da an den Ball wieder nicht rangegangen? Super gemacht, wie der von Van Deelen. Boah, da hatten wir zu lange gewartet. Nee, der Ball kam nicht gut. Oh. Könnt ihr doch nicht den schon wieder auf Boni geben, Alter. Ja, es gibt Elfmeter, ja, natürlich. Natürlich, ich hab nichts gemacht, Alter. Und es gibt Elfmeter. Es ist schon wieder... Ich dachte, wir würden die erste Halbzeit wirklich noch gut überstehen. Und das Ding grandios nach Hause bringen. Gar nichts gemacht. Der Typ hat sich auf meinen aufgelegt. Das war niemals Elfmeter würdig. Es ist schon wieder... Ah, Gott zum Gruße an die geskriptete Jungs. So, wie... Ja. Das ist ein Glücksspiel. Das ist Elfmeter gegen die KI oder sonstiges. Ist, glaube ich, einfach ein Glücksspiel. Da kannst du echt nichts mehr anderes zu sagen. Weil großartig was machen oder so...
ja, kannst du halt auch nicht, ne? Und damit hat es die Hertha wieder geschafft. Wilfried Boni, genau. Hat es wieder geschafft, in der ersten Halbzeit ein Tor zu bekommen. Und wir stehen wieder hinten an. So, da wird wieder Foul gepfiffen, okay. Ja, wie sagt da ein guter Kommentator, da wäre der Pass zum Gegenspieler einfach die bessere Wahl gewesen. Und ja, damit endet die erste Halbzeit und ich will nicht ungerecht sein, aber das Tor für die Hertha war sowas von nicht würdig und sehr fragwürdig. Also viel würdig, aber nicht wirklich würdig. Und der HSV hat sich ganz gut angestellt. Also nicht schlecht, hat wieder seine Chance nicht genutzt. Und dann die klare Chance von Bell, die er einfach nicht gebracht hat. Und das sind die Dinge, die uns einfach jedes Mal das Genick brechen, wenn wir nicht die wenigen Chancen nutzen, die dann auch schon mal kommen oder so, ja. Das funktioniert so einfach nicht und das bringt uns halt immer wieder nach. Das bricht uns im Endeffekt wieder immer nur das Genick. So, jetzt aber mal. Er hat Langenkamp das Ding echt noch geholt. Und da konnte aber Stocker den nicht unter Kontrolle bringen. Stocker ist zum Beispiel auch einen, den habe ich mir eine ganze Zeit für mein Bundesliga-Team geholt. Hey, aber was war das denn jetzt schon wieder? Ich wollte mal gucken, wohin er geht. Alter. Was denn? Da hättest du doch den Vorteil jetzt durchlaufen lassen. Jetzt sag mir nicht, Alter. Und Martin Schein und Jens Hegler, die wechseln jetzt hier mal. Jetzt da hat er den Vorteil nicht weiter laufen lassen und uns die Chance genommen. Alter, das gibt es nicht. So, los jetzt. Nein! Was legst du dir denn den so weit vorne, Alter? Es kann. Ey, es ist. Ich kann. Ich dreh nochmal hier durch. Das, so kannst du einfach nicht spielen, Junge. Wenn die spielen, ja, komm, das gibt. Natürlich gibt das wieder einen Freistoß. Der Boni lässt sich fallen. Oh mein Gott, Alter, das ist. So, Skillebrett hat sich dort irgendwie verletzt, sehe ich. Das Problem ist, wir brauchen Berami und Reinhardt brauchen wir. Ach, ich hätte mal Dings noch mit draufbringen sollen. Das Einzige, was ich nochmal bringen könnte nachher, wäre Matte vielleicht nochmal als ZDM. Dass der nochmal nach vorne hiked und wieso macht Bell eigentlich hier. Sind alle anderen noch schlechter? Oh mein Gott, Alter.
Eieieiei. Er soll sich nach vorne orientieren. Versuchen wir es halt mit unserem Shadow Striker mal gnadenlos durchzuhirschen. Eine wichtige Durchsage. Der kleine Jonas Heller hat sich im Stadion verlaufen. Jonas, bitte melde dich beim nächsten Ordner. Ich wiederhole, Jonas Heller, bitte beim nächsten Ordner melden. Ja, da war Luke natürlich im Abseits gewesen, das habe ich ja fast schon so geahnt. Aber allmählich kommt so ein bisschen Schwung rein, ne? Jetzt kommt Schwung rein. Und Luke Shaw wird uns ja jetzt diese Saison jetzt auch verlassen. Den haben wir nur ausgeliehen für eine Saison. Irgendeiner war schon wieder im Abseits gewesen. Das gibt es nicht. Dann sind schon mal drei Mann vorne und dann sind die im Abseits. Da hast du echt. Du, da fühlst du dich so wie der Klopp halt, wenn nichts funktionieren tut, ne? Oder wenn so eine Dinge hier passieren. Oder wenn sowas hier passiert. Oder wenn sowas passiert. Ich denke, der Skillebrett hat sich verletzt. Ich denke, wieso ist der noch nicht draußen? Meine Güte nochmal. Ja, natürlich. Kriegen wir natürlich nicht hin, den Ball weit genug rauszumachen. Wieso? Ich hab nach innen gezogen. Ich hab nach innen gezogen und er passt ihn nach in die Mitte, Alter. Nach vorne, ey. Das. Oh. Anis Benhatira kommt jetzt für Sami Alighieri. Und ja. Bei uns wird da definitiv nichts Großartiges mehr kommen. Ist, jetzt halten die. Jetzt halten die auch noch den Ball fest. Luke Shaw jetzt mal. Oh, ey. Jetzt mal go. So. Also da müsste es jetzt echt rot geben. Das war Angriff von hinten in die Beine. Wenn es da keine rote Karte gibt, weiß ich auch nicht mehr. Ach, es gibt nur gelb, das war klar. So, jetzt werden wir auf jeden Fall mal den Pass versuchen. Und der geht nicht rein. Der ging nicht rein, Alter. Es ist zum Verzweifeln. Ja, und auch das letzte Spiel verlieren wir unglücklich gegen eine doch recht mittelmäßige Berliner Mannschaft. Also dafür, dass sie auf dem zweiten Platz sind, habe ich da ein bisschen mehr erwartet. Ja, und
Es ist unerträglich. Also gerade das letzte Ding hätte noch mal den Ausgleich bringen können, aber es hat einfach nicht sein sollen. So, und für morgen, da müssen wir uns echt überlegen, wie wir da vorgehen. So, wir kriegen noch ein Preisgeld, weil wir in der Bundesliga so weit gekommen sind, haben wir 7,6 Millionen bekommen. Das ist doch schon mal schön. Joel Matte, P-Trainer, ich finde, ich habe mich ziemlich verbessert, können wir mal über mein Gehalt bringen. Die wollen natürlich immer über ihr Gehalt bringen. Die wollen immer wollen die über ihr Gehalt bringen. Die wollen immer mehr haben. Die kriegen den Hals nicht voll genug. Und er möchte 70.000, ein Jahr. Ja. Das war Contento, den ich ja jetzt neu mit angenommen habe. Den 17-Jährigen. Gucken wir mal. Oh, Beich ist niedrig, Alter. Ach du heilige Scheiße. Müssen wir mal wirklich gucken. So, Matip war das ja gewesen, ne? Der die Dings haben wollte. Ja, und wir müssen halt wirklich überlegen, wie wollen wir jetzt spielen, ne? Vertrag abgelehnt. Wie soll der denn abgelehnt? Ich habe doch genau das ihm gegeben, was er da haben wollte. Ach so. Und möchte gerne essentiellen Stammspieler bestimmt sein. Wie wollen wir gegen die Bayern antreten? So, aktuell ist aus Frankreich noch mal ein bisschen hier. Ah, nee. Ja, geht so, geht auch so. Der ist schon ganz cool. ZDM. Der ist ganz cool. Name ist Mandy. Der wäre ja auch nicht schlecht, weil der ist ja wenigstens noch 23 und so, ne? Das ist schon mal ganz cool. Da habt ihr zum Beispiel auch noch ein bisschen was. So, wir haben und genügt. Alles klar. Dann gibt es hier noch was aus Deutschland. Ganz schlecht. Nein. Nein. Nicht wirklich. Nicht mit 24. Auch schlecht. Nie. Was? Nee. Nein. Er ist 26. Ne, geht so, ne? Nicolas Höfler. Ja. Also es ist immer so das Problem, wenn die schon so, ich sag's natürlich immer, ne, ein bisschen so im gesetzten Alter dann sind, dann wird es halt immer ein bisschen schwieriger. So Christian Kramer hier, auch ein gutes Ding, ne? Auch ein cooler Typ. 24, ja. Marco Höger wäre natürlich, glaube ich, unsere Top Nummer 1, die wir uns dann holen könnten. Aber ist halt auch schon wieder, ne, 26 und müssten wir halt wieder gucken. Müssten wir wieder gucken. So, das können wir auch. So, Pressekonferenz. Wir motivieren mal. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Ich bin jetzt viel glücklicher. Okay. Hallo Trainer, ich möchte mich dafür bedanken, mich wieder mehr einzuhören. Alles gut. Ja, also, der Tag bricht an. Welche Aufstellung soll es sein? Wie wollen wir spielen? Wollen wir das Spiel auf den Schwierigkeitsgrad Weltklasse lassen? Und wie wollen wir machen? Wollen wir noch spezielle Anforderungen, spezielle Rollen verteilen? Sollen wir irgendwelchen vorne geben, etc., etc.? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare und dann werde ich morgen das Spiel machen. Und ich hoffe, auf jeden Fall läuft das besser. Ich weiß auch nicht, was heute mit Origin irgendwie los ist. Es ist auf dem PC Origin keine Verbindung möglich. Gucken wir mal, ob das dann heute Nachmittag auf jeden Fall um 16 Uhr auf dem Twitch-Kanal bei mir dann an der Xbox alles funktionieren tut. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Sonnabend und ich hoffe, wir sehen uns heute Nachmittag um 16 Uhr auf meinem Twitch-Kanal. Bis dahin und tschüss.